Dieser Winzer hat Weingeschichte geschrieben. Mit dem teuersten Weißwein der Welt. Preis 12.000 Euro die Flasche. Der Wein kommt von der Saar, genauer vom Scharzhofberg. Ein fast schon heiliger Berg für Weinkenner. Es ist, als ob man einen Picasso besitzt oder einen Monet. Du verliebst dich in den Wein und sagst dir, ich will ihn haben. Es geht nicht um den Preis, sondern darum, ob du ihn willst oder nicht. Eine Weinlage. Ein Mythos. Doch was steckt dahinter? Was ist das Erfolgsgeheimnis des Scharzhofbergs? Der Scharzhofberg an einem Morgen im April. Eigentlich ein Weinberg wie viele. Wäre da nicht dieses Haus am Fuß des Bergs? Der Scharzhof ist eines der berühmtesten Weingüter der Welt. Der Name des Besitzers klingt nicht gerade spektakulär. Müller. Egon Müller. Kein Mann großer Worte. Ich würde am liebsten überhaupt nicht auftreten, aber das muss halt hin und wieder auch mal sein. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn man mir meine Ruhe lässt. Egon Müllers Vorfahren kauften den Scharzhof 1797 von der Französischen Republik. Seine Familie begründete den Weltruf des gleichnamigen Weines. Egon Müller ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Sohn heißt Egon, genau wie er. Genau wie sein Urgroßvater, Großvater und Vater. Immer Müller, immer Egon, 1 bis 5. Ja, das ist ja das Schöne, Müller heißt jeder. Man ist als Winzer nicht ein Rockstar oder Filmstar. Man wird nicht erkannt. Auf der Straße wird man nicht angesprochen und Müller ist ein Name, mit dem man ohne weiteres untertauchen kann. Egon Müller macht kein Aufheben von sich und seiner Familie, auch nicht von der Geschichte mit seinem Rekordwein. Eine Trockenbeerenauslese, die 2015 bei einer Auktion 12.000 Euro pro Flasche erzielte. Ich glaube, es ist der teuerste Weißwein der Welt. Ich freue mich natürlich schon, aber ich bin halt nicht derjenige, der Luftsprünge macht. Der Scharzhofberg liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, in Wiltingen. Nicht direkt an der Saar, sondern in einem kleinen Seitental. Jetzt im April wird der Boden gelockert. Im Weinberg von Egon Müller geschieht dies mit alter Technik. Der Abstand zwischen den Reben lässt ohnehin keinen Traktor zu. So manches wirkt antiquiert. Der alte Pflug, die gut und gerne 100 Jahre alten Reben, die an einzelnen Pfählen hochwachsen. Ein Weinberg, so wie man ihn von früher kennt. Und auch die Arbeiterinnen bringen Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten mit. Egon Müller vertraut ihnen blind. Die Frauen kennen den Scharzhofberg aus dem FF. Dann können wir quer. 71. Macht das der Weinberg? Ja, das macht der Weinberg. Ja, da gleich nach der Schule mit 15 Jahren, ne? Haben wir ja angefangen. Da war der Vater noch vom Chef. So lange sind wir schon hier. Veronika Lindner ist erst seit ein paar Jahren dabei. Sie kommt aus Österreich. Ich bin schon stolz drauf. Und klar gibt es viele andere großartige Weingüter, aber ich würde mir kein anderes wünschen. Und der Weinberg ist einfach
Hier stimmt einfach alles. Und ich glaube, es gibt kein Geheimnis, warum der Wein so gut ist. Es liegt einfach am Weinberg und an der Philosophie von unserem Chef. Ich meine, wir könnten hier auch eine andere Erziehung machen und den Weinberg maschinell bewirtschaften. Aber wir entscheiden uns einfach für den schweren Weg. Und ich denke, am Ende merkt man den Unterschied in den Weinen. Der Chef will ja nicht so viel Trauben. Der will ja gute Wein holen. Und dadurch die eine Rebe. Ja, Veronika. Genau. Stimmt, was ich gesagt habe? Alles richtig. Ah, gut, super. Habe ich meine Prüfung ja bestanden. Das Weingut von Egon Müller ist nicht das einzige am Scharzhofberg. Insgesamt 8 Winzer haben Besitz hier. Roman Niewotniczanski ist auch einer von ihnen. Ja, und hier in der Ecke beginnen unsere Kronjuwelen. Scharzhofberg, eine der weltweit berühmtesten Lagen. Uns gehört der Oberregel hier. 2 Hektar, fast 2 Hektar am Stück. Man mag schon, es ist windig, es ist kühl. Perfekt für Riesling, perfekt für finessenreiche Weine. Er stammt eigentlich aus einer berühmten Eifler Bierdynastie. Aber Roman Niewotniczanski will als Winzer wahrgenommen werden. Im Jahr 2000 hat er das Traditionsweingut von Volksheim gekauft, mitsamt Besitz im Scharzhofberg. Als ich angefangen habe vor 16 Jahren, war das hier die Kronjuwele. Das war das Bedeutendste, das war auch der Grund, warum das Weingut damals sehr begehrt war. Wenn ich beim Außen stehe und bei Kollegen in Burgund oder in Bordeaux oder in der Neuen Welt erzähle, dass ich 2 Hektar Scharzhofberg besitze, dass sie auch sprachlos und wussten gar nicht, dass es eben auch mehrere Eigentümer gibt. Und das ist schon dann ein Weinbau, der auch weit über die Grenzen Deutschlands sehr, sehr hohes Ansehen genießt. Und das ist dann für uns auch toll, dass wir mit Partner sein dürfen im Team Scharzhofberg. Roman Niewotniczanski hat viel gestemmt in den letzten Jahren. Brachflächen reaktiviert, Weinberge gekauft, investiert. Er ist der neue Star an der Saar. Und jetzt baut er auch noch einen neuen Weinkeller. Ein gigantisches Projekt. Ja, hier kommt der Vorratsraum hin. Wir werden hier die Gäste empfangen. Oben drüber ist der Probenraum mit traumhaften Blick in die Saar. Die Landschaft, hier hinter ein sehr schönes Naturschutzgebiet. Im Hintergrund der Scharzhofberg, die ganzen Weinberge, Schlangengraben. Der Vater Marienberg direkt unter uns. Ich finde, ein toller Blick ins Tal. Und hier kommt eine große Scheibe hin. Also das ist jetzt momentan noch der Rohbau. Wir sind halt noch mitten im Rohbau drin und ist noch lange nicht fertig. In 4 Monaten ist es fertig. Eigentlich gibt es wenig Bewegung am Scharzhofberg. Wer Weinberge hier besitzt, der gibt sie nicht wieder her. Ein anderer Traditionsbetrieb am Berg seit 1851, die Hohe Domkirche. Oder, wie es heute heißt, die bischöflichen Weingüter Trier. Klaus Backes ist Verwalter der Bischöfe, wie sie oft genannt werden. Seit über 40 Jahren kennt er seinen Scharzhofberg. Es ist einfach eine Spitzenlage. Und in Spitzenlage hat man den Anspruch, einen Spitzenwein zu produzieren. Das ist der Anspruch schon. Der Anspruch ist vom Kellermeister genauso wie von unserem Betriebsleiter. Also hängt man sein Herz natürlich in diese Lage rein. Das ist wohl klar. Im gigantischen Fasskeller der Bischöfe lagern Weine von Mosel, Ruwer und Saar. Immerhin ist das Weingut das größte im Anbaugebiet mit fast 130 Hektar Reben. Auch Kellermeister Johannes Becker ist seit gut 40 Jahren bei den Bischöfen. Der Scharzhofberger ist einer seiner Lieblinge, auch wenn er das Fass erst mal finden muss im Labyrinth der Weinfässer. Die schmeckt man mit Sicherheit raus. Sie habe schon eine ganz andere Aromatik als zum Beispiel Moselwein. Der Scharzhof ist einfach, wie soll man das sagen, kräftiger, hat so ein bisschen erdigen Ton. Und ja, wir sind schon anders. Der Chef vom Ganzen ist Güterdirektor Carsten Weyand. Er leitet die Bischöfe wie ein modernes Unternehmen, plant die wichtigen Eckdaten jedes Weinbergs und des zukünftigen Weines weit im Voraus. Noch ist kein Blatt am Rebstock, aber die Ernte wird schon jetzt vorgedacht. Ja, von der Saar, da würde ich gerne sehr detailliert mit dir über unsere Scharzhofberger
Weine sprechen. Ja. Die Kategorien, die bleiben so, wie sie sind. Wir brauchen einen fruchtigen Kabinett auf Spätleseniveau. Eine super gute Spätlese. Es zieht ja auch an mit dem Verkauf in vor allem Nordamerika, aber auch in Deutschland. Bei der Bearbeitung der Trauben und was wo vergoren wird, in welchen Holzfässern, sollten wir bei Gelegenheit einfach noch die Details für dieses Jahr wieder besser klären und absprechen. Wir sind ein großes Weingut, ein kleiner Mittelständler, aber ein großes Weingut. Dann sind Sie in gewisser Weise auch Manager. Sie haben die Bereiche Weinbau, die Veredelung im Weingut, Vertrieb, den kaufmännischen Bereich, die Strategie, die Fortentwicklung des Unternehmens. Aber da bin ich als Manager nicht alleine, sondern im Prinzip ist die komplette Führungsmannschaft das Management. Und zu dieser Führungsmannschaft gehört Hans Becker, genauso wie die beiden Gutsverwalter, genauso wie der Vertriebsleiter, aber eben dann auch der Leiter Finanzen und Personal. Alles Manager. Der Schatzhofberg und die Menschen, die ihn bewirtschaften. Es ist ein breit gefächertes Bild. Sie alle beackern den berühmten Weinberg irgendwie ähnlich. Immerhin sind es durchweg erfahrene Winzer, aber dennoch unterscheiden sie sich in vielen kleinen Details. Die Grundlagen klingen unspektakulär. Verwitterter Grauschiefer, kaum Feinerde. Der Schatzhofberg liegt höher als die meisten Weinberge an der Saar. Durch das offene Tal geht immer ein frischer Wind. Die Trauben reifen kühl und lange. Vor Oktober ist an die Ernte eigentlich nicht zu denken. Letztlich ist es die Geschichte eines Hauses, die den Unterschied macht. Das Weingut von Egon Müller ist so etwas wie der Platzhirsch am Schatzhofberg. Seit 220 Jahren lebt und arbeitet seine Familie an diesem Ort. Er besitzt die meisten Weinberge, erzielt die höchsten Preise. Sein 12.000 Euro Wein ist bei weitem keine Eintagsfliege. Die Müllers haben Erfahrung mit Rekorden. Es gibt ja vielleicht nicht so sehr in Deutschland, aber im Ausland gibt es Weine, die zu solchen Kursen gehandelt werden. Und ich finde, wenn man in Deutschland der Meinung ist, wir sind in der Lage, Weltspitzenweine herzustellen, dann soll sich das irgendwo auch beim Preis zeigen. Es sind Weine für eine kleine Ewigkeit. Süße Verführungen. Trockene Müllerweine gibt es nicht. Das war schon immer so und soll auch so bleiben. Erfolgreiche Tradition. Wenn ich denke, was mein Urgroßvater gemacht hat, von dem gesagt wurde, der konnte mit dem Erlös eines Fasses Wein seinen ganzen Betrieb ein Jahr lang führen. Der hatte damals die teuersten Weine der Welt. Und wir sind heute noch da immer ein Stück hinterher, wenn man die Vergleiche nimmt. Es gibt die Kontinuität der Müllers. Aber es gibt auch kleine Revolutionen an der Saar. Die Weinregion nimmt seit Jahren einen erstaunlichen Aufschwung. Dahinter steckt auch der Neuwiltinger Roman Niewotniczanski. Der dynamische Winzer steckt viel Geld und Mühe in die Entwicklung seines Weinguts. Und beruft sich dabei immer auch auf die glorreiche Tradition der Saar. Als große Weinhändler schier unglaubliche Preise für Saarweine bezahlten. Ja, Oktober, das ist Oktober 1902. Das war klasse. Das größte Weinhaus der Welt. Damals vor dem Ersten Weltkrieg war der Schatzhofberger schon ein Star. Teurer als die teuersten Weine Frankreichs. Der absolute Luxus. Das sind unglaublich spannende Quellen für uns. Ein von Volksum liegt hier bei 50 Goldmark, während ein Limonarchet bei 5 Goldmark liegt. Das ist spektakulär. Also es war ein riesiger Aufschwung, den die gerade erlebten. Der war so stark, der Aufschwung, dass sie einfach kollektiv einen einzigen Rausch erlebten, in dem dann auch hier die großen Schlösser gebaut wurden, in denen der Schatzhofberg als die Krone dessen bereits damals der teuerste Weinberg der Geschichte wurde. Schatzhofberg war der erste Weinberg, der über 100 Goldmark pro Quadratmeter kostete.
nach heutiger Kaufkraft etwa 600 bis 800 Euro pro Meter. Das ist ja schon mal stramm. Egal welches Dokument Sie hier, ich habe ganze Berge von alten Preislisten aus New York, aus Paris, aus Königsberg und aus Berlin. Über dort sehen Sie den Schwarzwaldberg als eine der allerteuersten Lagen. In der Regel die teuerste Lage. Roman Nevotnitschanski baut auf diesem traditionsreichen Fundament auf. Mit seinem neuen Keller geht es voran. Das Hauptgebäude wird schon voll genutzt. Jetzt, im Juli, füllt der Winzer seine Weine ab. Rund 300.000 Flaschen sind das jährlich. Die neue Vinothek steht zumindest im Rohbau. Bis hier mal Weinproben stattfinden, wird es noch dauern. Die Fertigstellung hat sich erheblich verzögert. Aber von einer schönen Zukunft zu träumen, das darf erlaubt sein. So stelle ich mir das mal vor, wenn ich mal ein alter Herr bin. Dann donner ich hier immer rauf und runter und mähe meine Wiesen. So nett und schaue auf meinen Bau und auf die Landschaft. Das ist traumhaft schön. Wahnsinn. Die Weinszene an der Saar verändert sich. Neue Weingüter entstehen. Brachgefallene Weinberge werden rekultiviert. Ein neuer Saar-Hype kommt auf. Der unerschütterliche Schatzhofberg aber ruht still. Die Trauben sehen schon gut aus. Die Vegetation schreitet in diesem Jahr schneller voran. Unten auf der Rückseite des Schatzhofs verbirgt sich ein kleines Bauernhof-Idyll. Es ist das Reich des jungen Egon V. Hier stehen seine 7 Bienenvölker, direkt am Fuß des Weinbergs. Seit seinem 12. Lebensjahr hält der Jungimker Bienen. Den Honig verkauft der Winzersohn fast schon so professionell wie der Vater den Wein, sogar bis nach Japan. Man weiß dann, was in dem Honig drin ist. Und man tut auch was für den Naturschutz, weil die Bienen ja immer sterben überall, wenn man dann auch noch eigene Bienen hat. Warum viele Worte verlieren, wenn es auch wenige tun? Die Bienen, auch sie sind Ausdruck der Naturnähe der Müllers. Der Schatzhofberg ist für sie immer auch der Grund, auf und von dem sie leben. Egon Müller ist zwar kein Öko-Winzer, doch Spritzmittel verwendet er nur im äußersten Notfall. Jede Behandlung beeinträchtigt auch das ökologische Gleichgewicht im Weinberg. Das will er vermeiden. Ich glaube, der Umweltgedanke ist ja, so wie wir es heute kennen, eine ziemlich neue Geschichte. Aber ich glaube auch, dass meine Vorfahren, mein Großvater, mein Urgroßvater sehr bewusst mit ihren Weinbergen umgegangen sind, weil sie ja wussten, dass die nächste Generation die mal erben sollte und dass das ihr Kapital war. Also insofern ist das für uns nichts Neues und ich denke eigentlich auch immer an die nächste Generation und wie die eines Tages die Weinberge übernehmen wird. Und ich glaube, dass wenn man das im Hinterkopf hat, dann macht man keine Dummheiten. An diesem Augusttag kommt Leben auf den Schatzhof. Die Bischöfe veranstalten den sogenannten Saar-Riesling-Sommer. Sie bewirtschaften den hinteren, älteren Teil des historischen Schatzhofs. Eigentlich nur als Wirtschaftsgebäude. Nun aber treffen sich hier Weinfans aus ganz Deutschland. Auch die Bischöfe setzen zunehmend auf den Schatzhofberger, den neuen alten Star unter den Saarweinen. Der Schatzhof war über lange Jahre, viele Jahrzehnte geschlossen sozusagen für das Publikum, zumindest der Bereich der bischöflichen Weingüter. Und mit den Kollegen im Rahmen des Saar-Riesling-Sommers wollen wir eben zeigen, was wir hier haben, wie wir arbeiten und unsere Weine präsentieren. Und gerade auch der Name Schatzhof hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen, auch jüngere Leute aus der Region, überregional den Weg nach hier gefunden haben, um einen Teil unseres Sortiments zu verkosten. Ein Hotel in Trier,
Mitte September. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter führt seine alljährliche Weinauktion durch. Experten und Sammler aus der ganzen Welt kommen zusammen, um die besten Weine von Mosel, Saar und Ruwer zu probieren. Die Winzer präsentieren sich und ihre Weine. Es ist ein Stell-dich-ein großer Namen. Der Star der Szene, Egon Müller, den gibt es hier zum Anfassen. Wo sonst geht das? Seit seinem Rekord im vorletzten Jahr ist er ohnehin noch ein bisschen begehrter. Von seinem Fabelwein schwärmen immer noch alle. Erstmal ist dieser Wein heute schon 16.000 Pfund wert. Er wurde für 12.000 Euro verkauft, aber er ist mittlerweile mit Mehrwertsteuer so um die 20.000 Euro wert. Also er lag bei 12.000 vor zwei Jahren, ist aber jetzt viel teurer. Der Wein ist ein Juwel. Man will ihn haben. Man kann ihn als Geldanlage sehen. Und das Vergnügen, das er bereitet, wenn man ihn trinkt, ist ohne Worte. Er ist wunderbar. Bevor die Versteigerung startet, können alle Weine verkostet werden. Auch der Schatzhofberger von Egon Müller. Der Wiltinger genießt einen besonderen Ruf, auch im Kreis der anderen Winzer. Günther Jauch etwa ist seit ein paar Jahren Berufskollege und Nachbar. Er betreibt ein Weingut in Kanzem an der Saar. Es ist großartig, dass ein Winzer von der Saar im Grunde die begehrtesten deutschen Weine macht. Und ich gebe auch zu, wenn ich zum Beispiel mal ganz weit weg bin, irgendwo in Hongkong oder Singapur, und man geht in eine wirklich toll sortierte Weinhandlung, also Egon Müller findet man da immer. Und dann zu sagen, erstens, den kenne ich, zweitens, das ist unser Nachbar und drittens, wir sehen uns auch häufiger, das ist ein schönes Gefühl. Und da wächst überhaupt kein Neid und schon gar nicht irgendeine Eifersucht. Bei dem letzten Wein. Dann endlich kommen die Weine unter den Hammer. Egon Müller stellt dieses Mal einen vergleichsweise kleinen Wein vor. Einen Kabinett. Leichtgewicht unter den Prädikatsweinen. Die Weinfreunde sind ungeduldig. Und Egon Müller kommt ausgerechnet zum Schluss. Now we come to Egon Müller. Please welcome very much Egon Müller. Q16er Schatzhofberger Kabinett. Alte Reben, Ausgebots 30 Euro, 90 Euro, 95 Euro, 100 Euro. Jetzt mal Applaus wert für ein Kabinett, 100 Euro. 140 Euro werden hier geboten. Und die Spannung steigt. 145. 150 Euro werden hier geboten. 160 Euro werden geboten. Wir kommen langsam in Weltrekordniveau. 165 Euro werden hier geboten. 170 Euro werden hier geboten. 175 Euro werden hier geboten. 180 Euro zum ersten, 180 Euro zum zweiten und 180 Euro zum Zritten Selbach, neuer Weltrekord für Riesling Kabinett. Der Weltrekordwinzer verzieht keine Miene. Seine Fans sind enthusiastischer. Es gibt keinen vergleichbaren Berg. Er ist magisch. Man kann einfach sehen, wie großartig der Schatzhofberg ist. Die anderen sind auch nicht schlecht, aber er ist einfach besser, wie Usain Bolt. Jeder kann schnell laufen, aber er läuft schneller als jeder andere. Wieder einmal hat der Schatzhofberger einen Rekord erzielt. Aber die Welt von Egon Müller dreht sich deshalb nicht schneller. Der Winzer macht weiter stoisch sein Ding. Roman Niewodniczanski steht unter Strom. Seine Baustelle kommt nicht so richtig voran. Die letzten beiden Jahre waren die schwersten Jahre meines Lebens.
Ja, schon, wenn man es ernst nimmt. Aber es ist immer so, wenn man eine Geburt, wenn eine Frau ihr Kind liebt, die ersten Monate sind natürlich sehr anstrengend und sehr mühsam. Und das hier ist schon, es war ein Prozess mit sehr vielen Wehen und sehr langen und sehr schmerzhaften Wehen. Aber wenn, ich habe einen sehr hohen Anspruch und ich leide ein bisschen unter meinem eigenen Anspruch. Ich hoffe, ihn selber zu erfüllen. Und dann ist es eben auch anstrengend und mühsam. Leidenschaft kann von leiden können und schaffen können. Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und Roman Niewodniczanski wird sich gedulden müssen. Bis zum nächsten Jahr auf jeden Fall. Mittlerweile ist die Ernte bei den meisten Winzern abgeschlossen. Die Bischöfe sind seit 3 Tagen durch im Scharzhofberg. Egon Müller und sein Team lesen noch. Die besonderen Qualitäten gibt es jetzt am Schluss. Auch wenn die Trauben nicht gerade ansehnlich sind, es ist das Beste vom Besten, die Trockenbeeren. Die Beeren, die vom Botrytis-Pilz befallen sind und austrocknen. Je trockener, desto besser. Egon Müller ist seit 3 Wochen nonstop dabei. Kein Lesetag ohne den Chef, der ruhelos zwischen den Zeilen hin und her läuft. Jedes Bärchen wird kontrolliert. Die begehrten trockenen Beeren kommen in das kleine Metallgefäß, die feuchteren in den Eimer. Der Winzer steht nicht still. Die Kamera kommt kaum hinterher. Jetzt zählt es für ihn. Sein unermüdlicher Einsatz während der Ernte kann später den Unterschied ausmachen. Zwischen einem guten und einem sehr guten Wein. Das ist so schön, wenn man will, dass was gut gemacht ist, dann muss man es selber machen. Aber das ist, ich glaube, ich finde, das ist sehr gut eingesetzte Zeit. Viel besser als irgendwo am Telefon oder am Schreibtisch zu sitzen. Egon Müller pokert hoch. Wenn es trocken bleibt, hat er die Chance, eine extrem konzentrierte, süße und klare Trockenbeerenauslese zu ernten. Da muss alles stimmen. Der Edelpilz ist empfindlich. Wenn es regnet, kann alles vorbei sein. Dann steht er mit leeren Händen da. Risiko und Chance liegen nah beieinander. Man sieht ja, das hält sehr auf. Die Ernte wird dadurch viel langsamer. Und wenn dann der Regen kommt, dann ist das eben alles weg. Bei allem Traditionsbewusstsein, Egon Müller ist ein Grenzgänger in Sachen Qualität. Nummer sicher gibt es bei ihm nicht. Und er wird getragen von einer Mannschaft Gleichgesinnter. Ein Winzer, ein Weingut und ein Berg, die fast schon symbiotisch miteinander verbunden sind. Und dieses staubtrockene Zeug kann der nächste Rekordwein sein. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Auf dem Weingut dann kommen die trockenen Beeren in die alte Korbkelter. Und Tropfen für Tropfen rinnt der kostbare Wein in ein unscheinbares Gefäß. Es sind nur homöopathische Dosen, aber es ist die Mühe wert. Und auch von diesem Scharzhofberger wird die Weinwelt vielleicht einmal ehrfürchtig reden.